Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. In der letzten Folge haben wir Igitt befreit, alle Fähigkeiten für unseren Schreck wegbekommen und wir haben den Buhu-König gesehen. Und falls ihr die erste Folge verpasst habt, würde ich euch raten, die nochmal anzusehen, weil ich am Anfang sehr viel erzählt habe, warum ich den Ingame-Ton habe. Und jetzt würde ich sagen, los geht's! Wer ist denn hier am Scheißen? Hallo, hallo, als ob der Schlüssel einfach drin ist. Als ob. Ja, aber gut, okay, ne? Da kann ich auch in die Frauen-Ding rein. Was man natürlich nie machen sollte. Ah, dafür braucht man den Schlüssel. Egal. Und jetzt kann ich da durch, oder was? Alter, Game Changer. Oh! Ich liebe die Animationen, die sind so gut. Hide of America einfach. Inspektor. Der Typ fühlt's aber anders. Ah, Leute, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass der Hund von Luigi da drin ist. Aber nein. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Egal, gehen wir einfach mal hoch. Aber die Etage, die ist übel geil. Also, ich weiß auch nicht, aber die Etage gefällt mir. Oh Gott. Ah, ja. Okay, Luigi, renn, bevor es sieht. Egal. Erstmal gucken, was hier ist. Eine Münze, geil. Aha. Alter, wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. Aha. WTF? What the hell? Aha. Das sieht doch gut aus, oder? Luigi. Ey Leute, das Spiel macht so Spaß, ich liebe das. Diese Atmosphäre ist so toll, es ist einfach... Ich glaube, das wird kein Projekt, was wir relativ schnell, beenden werden. Ich glaube sogar, dass ich es durchspielen werde. Aber ich bin mir noch nicht sicher, also... Aber hab kein Vertrauen, dass dieses Projekt, fertig gehen wird. Also, dass ich es durchspielen werde. Hab kein Vertrauen da drin, also bis jetzt macht es noch Spaß. Aber wie gesagt, wenn ich keine Lust mehr drauf habe, dann werde ich halt keine Folgen mehr dazu machen. Zack. Aber ich denke schon, als ob. Aber ich denke schon, dass ich darauf Bock haben werde. Let's go. Was passiert jetzt? Katsching. Ah. Nein, Luigi, mach was. Ach so. Ja, okay, ne? Okay, ich weiß aber schon, worauf die Tag hinausgeht. Der erste Boss-Tag. Würde ich denken. Du kriegst auch noch einen auf den Mantel. Zack, drauf da. Und nochmal drauf. Zack. Let's go. Ah, lol. Ja, okay. Weil ich wollte schon sagen, ich habe gar nicht drauf geguckt, was da jetzt rein muss. Ja, gut, okay. Was? Was zur Hölle? Okay. Den muss ich kriegen. Es gibt gar keine andere Wahl. Oh, Glück. Bitte, Luigi, du musst ihn kriegen. Weil der gibt so viel Geld. Los! Bitte! Let's go! Oh, shit! Das an, man kann hier ranziehen. Als ob man hier dran ziehen kann. Aha. Ja, okay, dieser einzelne Geist, da bringt es auch nicht. Und ich habe gesehen, dass man auch noch länger dran ziehen kann, damit man die in einem Stück
Stück töten kann. Mal schauen, was jetzt abgeht. Ob wieder noch Geister kommen oder was passiert. Ob, was passiert? Mal gucken. Ah ja, natürlich. Alles klar. Yo! Als ob. Was ist das für eine geile Etage? Mini-Geister? Was passiert denn jetzt? Hä? Alter, was passiert denn jetzt? Was ist doch los? Alter, geisteskranker Kampf. So, jetzt wird aber erstmal das ganze Geld gegönnt. Alter, ist das wie Geld. Alter, was ist das für eine Folge? Geldgeister LP einfach. Alter, ihr könnt was erleben, Jungs. Ja, 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 komm, zwei auf. Alter, was ist das für eine Folge? Das ist ja absolut geisteskrank. Zwei Geldgeister in einer Folge. Oh, warte mal. Jetzt, zack. Zack, zack, zack. Oh mein Gott. Das glaubt mir niemand. Ich habe einfach zwei Geldgeister in einer Folge gekriegt. Ja, nö, 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 nö. Alter. Okay, ja. Klar, Luigi steht einfach wieder auf, während andere sterben. Was für Sterben einfach. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein neuer Bosskampf. Steroide? Hä? Ah. Oh shit, Junge! Nee. Ey, komm. Das können die doch nicht machen. Nintendo. Warum muss ich ihn denn mit dem Staubsauger im Arsch? Game Design! Bam! 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 Und Dab! Ja gut, okay. Aber er ist jetzt nicht schwerer als alle anderen Geister. Pudi, dann werde ich dir jetzt mal zeigen, was eine Hake ist. Und damit meine ich nicht die Gartengeräte. David! Holy shit. Ich finde es so komisch, dass er einfach mehr Angst vor uns hat, als vor einer Maus. Ja gut, macht doch irgendwie Sinn. Okay. Eine Wasserpistole. Okay. Ah, und ich weiß auch warum. Wasserpistole. Gibt es nicht. Probier einfach gerade ein bisschen was aus. Und scheinbar hat es geklappt. Das Wichtigste ist immer zuallererst ein paar Dinge ausprobieren, um ihn dann komplett, ja, hin und her zu schießen. Oh Gott. Ja, 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 ja. No. Okay, okay. Oh Gott, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Zack, zack. Okay, okay, okay. Aber das Gute ist, er braucht manchmal ein bisschen Zeit, um die Wasserpistole wieder aufzuladen. In der Zeit können wir ihn einfach töten. Oder wenn wir da überhaupt von Tod sprechen kann. Oh, tschüss. Und wir kriegen natürlich einen weiteren Fahrstuhl-Ding. Wunderbar. Es muss noch irgendwas kommen. Ich glaube nicht, dass das Ende ist, oder? Obwohl. Haha, I did it! Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah, die nächste Etage ist dort drin. Oh,
gib mir jetzt wirklich, weil da ist ein Gabel und Löffel drauf. Wenn es jetzt wirklich dort um Essen geht, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich habe auch übel Hunger, weil ich das gerade am Frühjahr, am Morgen, am Sonntag aufnehme. Oh, ich habe so Hunger. Okay, auf so einen Käse jetzt nicht unbedingt, aber ich habe Hunger. Das wird jetzt sehr, sehr schlimm. Oh, hä? Billard. Ah, lol, das ist ein Achievement gewesen. Diese Folge ist geisteskrank. Also sie ist tausendmal geisteskranker als die letzte. Yo, was sind hier alles für geisteskranke Dinger? Ich komme darauf nicht klar. Wenn man in jedem Raum ein paar Dinge ausprobiert, dass man einfach belohnt wird. Das ist aber so typisch Nintendo. Wenn man sich wirklich in jedem Raum mal umsieht oder umschaut, kann man so viel entdecken. Und ich sag's euch, man kann locker auch noch was mit der Dartscheibe machen, aber es kommt gerade nicht drauf. Ich komme gerade nicht drauf, was man mit dieser Dartscheibe machen kann. Mein Pömpel kann ich dagegen nicht werfen und ja. Aber jetzt gehe ich auch gerne mal ins Restaurant, weil ich habe übel Hunger. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich habe so Hunger. Ich will das eigentlich am liebsten jetzt einfach essen. So wunderschön. So. Okay. Das finde ich aber auch geil. Du läufst irgendwo hin und dann eine neue Animation oder eine Cutscene ist es ja eher. Ey, mit Essen spielt man nicht. Aber deswegen liebe ich auch einfach Luigi's Menschen. Oh mein Gott, Luigi hat gar keinen Bock zu kämpfen. Nein, das Olivenöl, das wunderschöne Weizenöl oder Luigiöl. Luigiöl, genau. Nein, nicht Luigiöl. Yo! Schwertkampf. Yo! Das sind ein paar Geister, ne? Ist doch. No! Als ob! Mann, diese dumme Taktik ist im Weg. Jetzt. Ah, den Kampf gegen ich aber übel einen aufs Maul. Let's go. Let's go. Wir schlachten die einfach ab. LOL, drei Geister auf einmal. Mein Gott, wir schlachten einfach die Geister ab. Schön Geistersuppe, wir kennen's. Schöne Geister, Cappuccino. Einfach alles in Geister. Oh no. Sorry, Bro. Vor allem, was mir mal aufgefallen ist, die Geister sind eigentlich lieb. Wie da, die haben einfach... Ich weiß nicht, die Geister... Die Geister, also nicht alle Geister, wie dieser rote Geist, den wir gesehen haben, der war auf jeden Fall nicht lieb. Aber jetzt die Geister, die sind mir irgendwie sympathisch. Oh, wir sind beim Koch. Und er hat etwas angebraten, was natürlich nicht unbedingt toll ist. Oh, das passiert mir aber auch so häufig. Ich will irgendwas kochen und dann verkacke ich es einfach. Aber warte mal, mit Luigi haben wir doch viel mehr Chancen. Boah, Luigi, er erstickt einfach fast. Sollten wir nochmal drüber reden, oder? Holy. Oh, shit. Er ist aber leicht aggressiv, weil seine Suppe nicht geschehen. Oh, shit. Weil seine Suppe nicht ganz hingehauen hat. Das tut mir natürlich irgendwie leid. No. Ey, ich sterbe hier. Ich bin tot. Ich bin gleich tot. Einfach weil ich den Kampf nicht kapiere.
Ich bin tot. Ich bin tot. No way. Okay. Da können wir uns ja auch mal direkt die Dead Scene angucken. Als ob. Dann will ich mal was probieren. Du tötest ihn jetzt! Bitte! Ja! Oh Gott, war das ein schwerer Bosskampf. Aber irgendwie auch verdient, ey. Irgendwie auch verdient. Die hohen Töne, die ich gesprochen habe, Alter. Ja. Lange gedauert bei mir. Oh nein, ey, bitte nicht. Bitte nicht. Ey, jetzt bitte. Warum? Let's go! Oh shit, ey. Okay, das war schon ein knackiges Rätsel. I did it. Oh nö. Ey, komm, Luigi. Was? Sie hat sie einfach gefressen. Da bist du komisches Ding. Also sieht schon irgendwie ein bisschen gruselig aus. Komm, Luigi, du musst doch irgendwas machen. Nein. Maus. Okay. Ja, moin. Hä? Lang Nudlert. Was seid ihr? Warum? Wo kommt ihr her? Was seid ihr? Ich verstehe alles. Ich hab hier gar nichts. Seid ihr auch Geldgeister? Hä? Aber es gab noch einen. Es gab noch einen von euch. Ah, das sind so Geister, die verstecken sich dann einfach. Okay. Ja gut, macht ja auch Sinn. Bei deren Aussehen könnt ihr auch überall rein. Oh, scheiße. Ey! Oh Mann! Ey! Aber irgendwie sind die noch sympathischer als die anderen. Obwohl, nee. Die Blauen sind echt die sympathischsten. Also die Geister jetzt nicht. Na? Maus! Ah ja! Da bist du doch. Nein, bleib doch bitte stehen. Luigi hat auch keine Lust mehr drauf. So, Mäusle, seid ihr hier? What the hell? Ich tue euch nichts. Ich will nur das Ding haben. Ja. Ekelhaft. Ich weiß. Ist das eigentlich eine Maus oder eine Ratte? Irgendwie. Egal was es ist, ich mag sie. Obwohl ich Mäuse mehr mag als Ratten, finde ich das doch schon irgendwie so ein bisschen ekelhaft und disgusting. War doch eine kurze Etage. Aber wir haben trotzdem Bo-Quest gemacht. Let's go, die vierte Etage. So, was ist denn los, Igitt? Was machst du? Einfach auf die Tastatur schlagen. Ah, man kann dort einfach Dinge kaufen. Juwelenfinder. Und dieser Goldknochen. Okay. Damit kann man Geister finden. Damit kann man Juwelen finden. Und da dieser Knochen, der kann dich, falls du gestorben bist, wiederbeleben. Werde ich aber nicht benutzen, weil das zu einfach wäre. Aber ich glaube, ich muss ihn mir kaufen. Weil er 0 Gold kostet. Ich kaufe ihn mir mal. Auch wenn ich ihn nicht unbedingt benutzen würde. Ich bin echt mal gespannt, was der Konzertbereich denn mit sich bringt oder was das denn sein soll. Man kann mir darunter halt nichts vorstellen. Und Luigi scheinbar auch nicht. Ja, aber trotzdem würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter und jetzt würde ich sagen, ciao!